Ja, servus, grüezi und hallo und recht herzlich willkommen wieder hier zu einer neuen Folge Neubadelshagen Reloaded. Mein Name ist der Badenfarmer und ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Folge 16 müsste das jetzt eigentlich sein. Und wie ihr seht, sind wir hier kräftig am Arbeiten. Mit drei Traktoren sind wir hier unterwegs. Einmal mulchen, einmal hier drüben ansehen. Und da oben ist auch noch, ich denke, Augenblick, das ist der Magirus. Ne, stopp. Bevor ich was Falsches sage. Hier, der Klaas. Okay, hier müssen wir, glaube ich, gleich Hand anlegen. Der fährt ein bisschen falsch. Der Klaas, der ist neu. Den haben wir uns gebraucht gekauft als zusätzlichen Traktor. Und der walzt hier schön unser Feld. Und zwar unser Grasfeld. Wir sind, wenn ihr oben mal hinguckt, im Oktober angekommen und wir werden hier oder beziehungsweise wir haben hier Mais schon abgeerntet. Den Mais haben wir eingebracht, die Ernte, und werden jetzt dieses Feld sozusagen als Zwischenfrucht mit Gras erstmal bepflanzen und dann nehme ich im nächsten Frühjahr soll auf dieses Feld. Ich denke mal, was könnten wir machen? Soja haben wir noch nicht gemacht. Raps haben wir ja schon gemacht. Denn hier haben wir, ich zeige es euch schnell, so, hier einmal drüber. So, die können weiterarbeiten, weil hier hatten wir, so, hier hatten wir Raps, den haben wir schon abgeerntet. Jetzt haben wir hier Gerste draufgepackt. Und da drüben auf dem anderen Feld, wo ja schon die Gerste oder der Weizen drauf war, da haben wir jetzt Raps draufgepackt. So, während hier die zwei Maschinen hier fröhlich vor sich hinarbeiten und er hier fertig ist mit dem Mulchen, packen wir das Ganze ein. Und dann zeige ich euch mal, was sich in der Zwischenzeit alles getan hat, denn es hat sich einiges getan, denn ich habe es auf unserem oder in unserem neuen Projekt hier Osada habe ich es ja schon mal kurz erklärt. Ja, es gab wieder mal kleine technische Probleme, die musste ich erst wieder in den Griff kriegen. Leider sind mir dann zwei, drei Folgen sozusagen abhanden gekommen, oder ich will es mal andersrum sagen, die waren dann von der Qualität halt nicht so dolle, dass wir sie senden können. Gut. Naja gut, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen weitergespielt, habe hier den Betrieb zum Laufen gebracht, habe hier noch einiges am Hof gemacht und erweitert und das seht ihr dann auch hier. Na, man sieht auch schon hier, da steht ein Schneidwerk, das haben wir uns gekauft, da drüben steht ein Güllefass. Dann haben wir hier auch ein Milchfass hier angeschafft, ein Milchanhänger und man sieht es hier. Schafe mittlerweile haben wir hier auch auf dem Feld, deswegen habe ich hier auch ein bisschen erweitert und wir haben hier ein Logistikzentrum, wo wir dann unsere gesamten Paletten einlagern. Oh, da schwebt eine Palette, interessant. Dann machen wir doch einfach Folgendes. Die schnappen wir uns. So. Aha, gut. Und dann schnappen wir uns die hier. Ich habe das zwar hier noch ganz nicht ganz so richtig verstanden, da müssen wir auch mal drüber sprechen, wie das denn jetzt hier funktioniert, weil ich finde es interessant, obwohl wir hier auf Behalten, dann poppen hier die Dinger auf, so wie jetzt. Naja, sei es drum. Also auf jeden Fall, man kann ja mal kurz reinschauen. So, das hier ist das Lager und hier haben wir Eier, wir haben jede Menge Mehl schon drin, die Wolle wird hier eingelagert, Honig, Sonnenblumen, Rapsöl, das geht alles automatisch von der Produktion rüber. Und zurzeit produzieren wir in einem unserer Gewächshäuser auch Salat. In den anderen zwei produzieren wir ja Sonnenblumenkerne oder Sonnenblumen. Und die Kerne gehen in unsere Mühle und dann produzieren wir Sonnenblumenöl. So, und das meiste von diesen Produkten werden ja dann erst im Winter, im Dezember, Januar oder so verkauft. Und da ist es ganz gut, wenn man die hier einlagern kann und dann können wir die später gezielt verkaufen. Okay, so. Ah ja, und das zeige ich euch auch jetzt gleich mal, denn in der Zwischenzeit habe ich auch da drüben ein weiteres Feld gekauft. Das habe ich dann zu einem Drittel auch erstmal mit Gras angesät und zu zwei Dritteln mit Raps, was dann von Vorteil ist, weil hier haben wir ja auch unsere Bienen. Habe hier dann auch so einen kleinen Weg hier durchgebaut. So. Und hier seht ihr, da haben wir unser Raps im Wachstum. Und hier drüben haben wir, glaube ich, schon erntereif, genau richtig, unser Gras. Gut,
weil das Gras werden wir dann alles ernten, werden es silieren und in unsere Biogasanlage werfen und das macht ordentlich Gewinn, kann man nicht meckern. Ja, es gab ja übrigens ein Precision Farming Update. Und da kam ja zum Beispiel hinzu, dass jetzt auch hier der Stickstoffgehalt, ihr seht es hier, das ist unser Rasen und da haben wir 110 Kilogramm auf das Hektar. Eigentlich bräuchte der Rasen nur 65, aber weil nämlich vor dem Update war es, glaube ich, immer bei 200, da musste man hier den Rasen immer komplett düngen. Das wurde jetzt auch angepasst, das habe ich also, das kann man hier ganz gut sehen. Also, dass jetzt eben Gras doch, ja, bescheidene 65 Kilo nur braucht an Stickstoff, ja, das ist mehr als akzeptabel. Also das Update wirkt sich hier aus, auch in ein paar anderen Geschichten konnte ich das schon nachvollziehen und ein paar andere Sachen nicht. So, ihr seht hier drüben, sprießt schon wieder das Unkraut, aber das lassen wir erstmal wachsen, das werden wir dann mit unserer Feldspritze dann bearbeiten. Übrigens Feldspritze und Unkraut, wir gucken mal ganz kurz auf die Map. Precision Farming, denn wir haben jetzt nämlich den Zustand, dass wir hier zwei Felder haben und einmal ein Feld mit dem Wert 60 und einmal ein Feld mit dem Wert 98 übrigens. Ja, ich habe hier fast eine Umweltbewertung von 99 zustande gebracht, dadurch, dass wir eben mit wenig Bodenbearbeitung zurechtkommen und eben mit dem Spot Spraying. Und wenn wir das jetzt aufklappen, dann sehen wir also Bodenproben logischerweise 15 und Unkraut, pH, Stickstoff, überall muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Und das liegt vor allen Dingen hier an dem Feld, weil da haben wir ja noch nicht abgeerntet. Da haben wir auch noch keine Spot Spraying gemacht. Ich denke, das wird sich dann auf jeden Fall positiv auswerten. Und im Moment haben wir einen Verkaufspreis-Bonus durch die Umweltbewertung von 10%. Und wir waren auch schon mal bei 14%. Und das macht sich auf jeden Fall gut bemerkbar. So, ich werfe mal einen ganz kurzen Blick. Ja, auch so ein Phänomen, was ich mir nicht ganz erklären kann. Er lässt hier immer ein paar Spuren aus. Ganz komische Geschichte. Manchmal kommt er zurecht, aber irgendwas stimmt hier nicht ganz mit der Breite, habe ich so den Eindruck. So, dann bringen wir den hier erstmal wieder auf die Spur. Okay. Na, ja, muss man immer ein Auge drauf werfen. Die Kollegen hier arbeiten nicht immer ganz sauber. Okay. Der andere hier walzt. Wie gesagt, der Klaas, der war im Angebot, den haben wir gebraucht, gekauft. Und da fand ich den als ganz guten Trecker, so Zwischengröße, der hat 200 PS. Und mit dem kann man auch so die wichtigsten Kleinarbeiten auf dem Feld erledigen. So, der Klaas und das ist, ja, der Deutz, wie komme ich, ja, Deutz Fahr, unser Deutz. Und dann haben wir hier unseren großen Fendt, den habe ich nochmal ein bisschen gepimpt, was die PS-Zahl angeht. Denn der müsste jetzt sein bei, Augenblick, so. 355 PS ist jetzt im Moment unser stärkster Trecker. So. Ja, wir haben auch eine Einzelkornsämaschine natürlich gekauft, weil die braucht diese PS-Zahl. Die hat auch eine Arbeitsbreite von 12 Metern, ordentliches Teil. Werden wir mal schauen, ob wir dann auf unserem neuen Feld dann hier eventuell mal Sonnenblumen oder wieder Mais ansehen, was wir ja für die Schweine dann gut gebrauchen können. So, habe ich sonst noch irgendwas Neues, Wichtiges in der Zwischenzeit gekauft? Ich glaube nicht. Wie gesagt, der Drescher, den haben wir uns besorgt und zwar von den Case und den habe ich mir deswegen gegönnt, in Anführungszeichen, weil ich es halt doch von Vorteil finde, hier nämlich das Schneidwerk mit integriertem Schneidwerkswagen, das macht es dann doch vom Handling etwas einfacher und mit 13,7 haben wir natürlich auch eine enorme Arbeitsbreite, mit der wir arbeiten können und dann haben wir natürlich hier noch den Maispflücker dazu geholt, der zusammengeklappt gut zu transportieren ist und auf eine Arbeitsbreite von 9 Metern kommt. Damit kann man also ordentlich hier Mais und Sonnenblumen abarbeiten. Okay, so, lasst uns noch mal ganz kurz gucken, weil ich muss mal schauen.
Wie sieht es denn aus? Ja, wir haben noch ein bisschen Kredit. 260 Euro müssen wir noch abbezahlen. Aber ich denke, das kriegen wir dann mit den Erträgen. Weil wir haben ja hier 73.000 noch Weizen. Das wird auch noch zu Mehl umgewandelt. Und dann haben wir noch ein bisschen Raps, aber vor allen Dingen Mais. 112.000 Liter. Und das werden wir natürlich nicht alles verfüttern, sondern das werden wir dann im, ja, schauen wir mal, im Juni oder halt dann im Winter dann verkaufen. Und dann sollten wir auch unsere Kredite zurückzahlen können. Ja, ich habe hier alles noch ein bisschen verschönert, noch ein paar Bäume gepflanzt, damit es ein bisschen dichter ist, Parkplätze. Ja, ich denke jetzt, der Hof ist jetzt in einem ganz guten Zustand. Natürlich kann man jetzt überall noch ein bisschen den Feinschliff sozusagen vollziehen, überall noch ein bisschen Randsteine oder so ähnliches, noch ein bisschen begrünen. Hier ist unser Hund, der Charlie. So. Und jetzt bringen wir erstmal das hier weg. So. Gut. Angedotzt, aber naja, nichts passiert. Gut, wir schauen nochmal, was hier die anderen Kollegen machen. Na, wie gesagt, das wird ein Grasfeld. Ja, erarbeitet. So, wir haben eigentlich genügend Platz und bevor er wieder irgendwie was freilässt, bringen wir den ein kleines bisschen rüber. Eigentlich könnten wir ja auch selber fahren. So, yep. So, genau, das werden wir jetzt in der Übergangszeit als Grasfeld nutzen und dann schauen wir mal, dass wir im März oder April, da können wir dann Soja auf dieses Feld bringen. Und wenn wir hier den ersten Schnitt machen können, beziehungsweise ich hoffe, dass wir dann so Oktober, November, Dezember, ansonsten halt spätestens dann nächstes Jahr im März den ersten Schnitt machen können. Das wird uns hier richtig Material bringen für unser Fermenter-Silo und dann können wir jede Menge Silage herstellen, was wir dann in die BGA werfen. Übrigens auch sehr schön an dieser kleinen BGA, wir können da Gülle einwerfen, wir können Mist einwerfen und Kartoffeln und ähnliches und ja, da kommt dann schon ein bisschen was bei rum und der schöne Nebeneffekt, auch jede Menge Gärreste, mit denen wir dann die Felder auch entsprechend Grund düngen können, denn hier arbeiten wir ja wie gesagt mit Precision Farming in unserem anderen Projekt. In unserem anderen Projekt Osada, da arbeiten wir nicht mit Precision Farming, aber hier bringt es natürlich einiges, wenn man hier düngen mit Gülle. So. Dann werden wir hier noch einmal wenden und dann kann der Klaas fertig walzen und dann dürfte das Feld ja fertig sein, denn Unkraut gehe ich mal von aus, oder was sagt er, was spricht er? Muss gepflügt werden. Ja, stimmt, natürlich, klar. Aber das werden wir dann im Frühjahr machen, bevor wir dann die nächste Frucht ausbringen. Weil ist natürlich klar, wenn man Mais gepflanzt hat und erntet, dann muss man das Feld pflügen. Das liegt, glaube ich, daran, weil die Maispflanze doch sehr tiefe Wurzeln hat. Korrigiert mich, wenn das nicht so ist, schreibt es mir in die Kommentare. Aber das ist, glaube ich, der Grund, warum man nach der Maisernte in der Regel das Feld pflügt. Aber wie gesagt, das machen wir dann im Frühjahr, bevor wir dann die nächste Frucht ausbringen. So. Und wenn wir dann die Bahn hier fertig haben, dann schauen wir uns mal ganz kurz den Bestand an Tieren an, denn da hat sich ja einiges getan. Wir haben jede Menge Nachwuchs bekommen. Ich konnte zum Beispiel jetzt auch schon zweimal Schweine verkaufen, die uns dann doch auch einen ordentlichen Ertrag gebracht haben. Ja, bei so einem großen Grasfeld, da ist fast die Überlegung, ob wir uns dann nicht den großen Krone mal ausleihen. Der fährt ja, glaube ich, mit fast 20 Stundenkilometern dann übers Feld. Und das wäre vielleicht dann auch eine Option, eine Überlegung. Ja, schauen wir mal, was über das Jahr noch an Gebrauchtmaschinen hier beim Händler angeboten wird. Und vielleicht haben wir ja Glück und es ist was Interessantes dabei. Okay. So, ja, die Gerätschaften, ich sehe es gerade, müssen unbedingt in die Werkstatt.
und der Tank ist auch schon fast leer. So, fertig. Wir klappen ein. Jep, und zurück zum Hof. Und der Klaas kann mit der Walze hier in aller Ruhe fertig werden. So, ich denke, wir fahren jetzt zur Waschstraße. Weil das hat er sich verdient. Gut, dann haben wir hier hinten auch einen kleinen Weg gebaut. Ja, nur ein bisschen genug gelegen. Jetzt wird es wieder Zeit, ein bisschen zu laufen. Okay, dann haben wir hier hinten auch noch einen kleinen Weg gebaut. Haben das hier mit dem Zaun hier noch ein bisschen abgetrennt. Ein paar Bäume gepflanzt. Ja, langsam kommt doch hier auch ein bisschen Atmosphäre. So, wie gesagt, wir haben hier noch jede Menge Platz, wenn wir erweitern wollen. Aber ich denke, jetzt von den Feldern haben wir jetzt erstmal jede Menge, was wir bearbeiten können. Und was uns auch die entsprechenden Erträge bringt. So, die Mühle arbeitet auch. Okay. So. Ja. So, Fahrzeugpflege, Maschinenpflege. Ja, man sieht schon, dass sie ganz schön im Gebrauch war. Überall ist der Lack schon ein bisschen weg. So. Okay. Dann stellen wir mal das Maschinchen wieder unter. Gut. So, sehr schön. Gut, dann schauen wir mal ganz kurz, wie es bei uns mit den Tieren aussieht. Also ihr seht, Hühner haben wir jede Menge und da werden wir vermutlich auch wieder bald welche verkaufen. Dann haben wir hier Schweine mittlerweile, 80 Stück und da haben wir auch schon verkauft. Ich glaube, der Stall fasst ja auch nur 80 Stück hier bei den Kühen. Da haben wir noch jede Menge Luft nach oben und da haben wir auch schon mal ja, die ersten Reproduktionen gehabt. Sehr schön. Da kommt auch jede Menge Gülle zustande und Mist, was wir ja alles dann später in die BKA werfen können. Und unser Bentheimer Landschaf, die ersten 20 Stück, 65, wenn ich richtig weiß, passen in den Stall. Schauen wir nochmal. Also hier sind unsere Schweine, 80 Stück, genau. Der Stall ist voll. Da müssen wir dann schauen, wann wir welche verkaufen. So, 120 Tiere haben wir hier im Kuhstall, da passen 240 rein und hier haben wir 20 und dann schauen wir mal ganz kurz, 65 passen hier rein, also da haben wir noch ein bisschen Luft. Ja, dann gucken wir noch mal ganz schnell, was unser Klaas macht. Ja, der fährt die letzten zwei Bahnen. Und soweit, denke ich, habe ich euch jetzt auf den aktuellen Stand gebracht, was unser Projekt Neubartelshagen Reloaded angeht. Ja, ich hoffe, es war interessant für euch. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen. Der Badenfarmer bedankt sich bei euch. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Sagt tschüss, ciao, cheerio.